Manch Kampf hinterlässt Spuren in der Geschichte, die man dem Land nicht ansieht. Dies ist der Schauplatz der Schlacht von Hastings. Man sieht nach fast 1000 Jahren keine Spuren mehr von der blutigen Auseinandersetzung. Doch hier wendete sich das Schicksal Englands. Hier wurde ein König getötet und sein Bezwinger erhob Anspruch auf den Thron. Oktober 1066. Dank ihm wissen wir, was an diesem Tag geschah. Der Teppich von Bayeux. Eine sorgsam gehegte Abbildung der Ereignisse. Er zeigt die Hauptakteure. Harald, den neu gekrönten angelsächsischen König von England. Und seinen Herausforderer, Wilhelm, Herzog der Normandie. Ihm hätte der vorherige König die Krone versprochen. Also versammelte er eine Armee, plante die Überfahrt nach England, wo er den Thron von König Harald erobern wollte. Doch ein Sturm vereitelte sein Bestreben. Derweil stellte Harald fest, dass Wikinger im Norden gelandet waren und ebenfalls seine Herrschaft bedrohten. Er eilte ihnen entgegen. In Frankreich wartete Wilhelm auf bessere Bedingungen für die Überquerung des Ärmelkanals. Das Wetter klarte auf. Er ergriff seine Chance. Meilen weiter nördlich hatte Harald die Wikinger bezwungen. Als er von Wilhelms Ankunft erfuhr, trieb er seine Armee nach Süden. Um 9 Uhr morgens, auf diesem Hügel, stand Wilhelms normannische Armee bereit für die Schlacht gegen Haralds Angelsachsen. Man harrte gespannt. Und der Preis? England selbst. So, da sind wir wieder an dem. Und ich hoffe, das Internet hat sich jetzt klar gefangen. Sieht gerade nicht so aus, als würde es mir Holz sein. Oh Mann. Das funktioniert gerade nicht so gut. Na, wir verlieren immer noch. Leider irgendwie blöd. Kann sich nicht entscheiden, ob es gelb oder grün bleibt. Es tut mir leid, wenn jetzt ein bisschen hakelt. Aber wir werden unser Bestes draus machen. So.
die Schlacht um Hengist. Wilhelm, der Herzog der Normandie, begann seine Eroberung Englands. Doch um die Herrschaft der Angelsachsen zu beenden, würde er zuerst ihren König töten müssen. So, und das machen wir jetzt. Am 14. Oktober 1066 stand Wilhelm der Normanne kampfbereit am Fuße eines Hügels. Oben hatte sich König Harald von England mit seiner angelsächsischen Armee postiert. Auf diesem Hügel würde sich das Schicksal Englands entscheiden. Wow. So, ja. Ein Augenblick. So, ja. Und jetzt. Der angelsächsische König sterben. Heißt, ganz einfach, Angriff! Wilhelms normannische Armee führte den ersten Angriff und stürmte frontal auf den Schildweg zu. Obwohl Wilhelms Armee tapfer gegen den Schildwall ankämpfte, wollte er nicht fallen. Sobald ein Mann fiel, nahm der Nächste seinen Platz ein. Überlappende Schilde in enger Formation schufen eine fast undurchdringliche Barriere. Wilhelm erkannte, dass seine Armee den Schildwall nicht durchbrechen konnte und blies zum Rückzug. Rückzug. Wilhelms vorgetäuschter Rückzug funktionierte. Die angelsächsische Armee löste ihre Formation auf, um dem Feind nachzusetzen, und gab Wilhelm so den nötigen Handlungsspielraum. Kaum hatten Haralds Männer den Schildwall aufgelöst, konnte Wilhelm sie bei ihrem Ansturm niederstrecken. Ja, könnten wir. Konnten wir. Die Angelsachsen setzten Reihen von Speerkämpfern gegen die Eindringlinge ein. Aber Wilhelm hatte eine Antwort. Seine scharfäugigen Bogenschützen. Die Bogenschützen kommen jetzt dran. Weitere normannische Soldaten verstärkten Wilhelms Armee. Das verstärkt meine so. Angriff. Angriff. Truppen immer nachrücken. Vorwärts. Ja. Wir müssen dabei unten. Die Bogenschützen schlossen sich dem Kampf an. Und die tödliche Kavallerie der Normannen machte sich zum Angriff bereit. Jo. Doch zuerst mussten Wilhelms Truppen die feindlichen Speerkämpfer beseitigen.
deren starke Stangenwaffen ein Pferd leicht zu Fall bringen konnten. Ja, machen wir ja schon. Ich bin ja schon hinterher. Los, los, vorwärts, vorwärts. Schon wieder gefahren. Mein Gott, der fällt immer wieder. Ja, gleich holen wir ihn. So. Leute hinschicken. Einfach in den Tod. Bringt ja eh nix. Ich muss jetzt warten, bis die feindlichen Sperrkämpfer alle vernichtet werden. Jungs, sind noch mal wieder. So, jetzt können die Reiter auch noch dazukommen. Als die Sperrkämpfer keine Gefahr mehr darstellten, konnte Wilhelms Kavallerie auf die angelsächsischen Bogenschützen losstürmen. Ja, wir stürmen los. So, du holst mal unseren König wieder, dass er mitkämpft. Die Bogenschützen gehen einmal voll Rohr rein. Die angelsächsische Armee war in Auflösung begriffen. Ihr Schildwall war zerschlagen und die Zahl ihrer Kämpfer schwand. Nur noch König Harald selbst stand zwischen Wilhelm und dem Sieg. Ja, den holen wir uns auch jetzt gleich. Wo ist er denn da? Haralds letzte verbliebene Soldaten stellten sich um ihren König, bereit, ihr Leben für das Seine zu geben. Ja. Er wurde besiegt. Der angelsächsische König Harald war gefallen. Na, er sei gefallen. Tja. Inmitten des Chaos kämpften einige seiner treuesten Soldaten bis zum Tod, während andere panisch flohen. Sieg! Sieg! Ihres Anführers beraubt und vernichtend geschlagen, rannten die letzten Angelsachsen um ihr Leben. Die Normannen feierten ihren Sieg über den König, doch Wilhelms Feldzug zur Eroberung Englands begann gerade erst. Jo. Dann, ja. Tut mir leid, wenn es jetzt gerade ein bisschen ruckelig rüberkommt. Das war die zweite Folge von Age of Empires 4, die Schlacht um Hexing. Im Hintergrund rede ich noch ein bisschen über im Stream, über Internetprobleme, aber das ist nicht wirklich interessant. Wenn ihr mal vorbeikommen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen auf twitch.com/CaptainBanana, so wie es auch im Titel da oben steht. Wenn nicht, freue ich mich, wenn ihr hier bei mir auf YouTube vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, sonstiges. Euer Captain Banana. Ja.